Mein lieber Sohn und meine liebe Tochter, ich möchte, dass du tief empfindest, was ich dir sagen werde. Die Zeit deiner Befreiung ist nahe. Die Barrieren, die sie zurückgehalten haben und die ihnen so viel Schmerz und Frustration bereitet haben, werden bald beseitigt. Vertrauen Sie mir, denn jeder Schritt, den Sie bisher gemacht haben, hat Sie auf diesen Moment der Befreiung und des Durchbruchs vorbereitet. Ich führe Sie an einen Ort, an dem das Licht am hellsten scheint, an dem Freiheit und Fortschritt zu Ihrer neuen Realität werden. Passen Sie gut auf, denn es gibt etwas äußerst Wichtiges, das ich mit Ihnen teilen muss. Als Ihr Vater, Ihr Herr und Erlöser liegt es in meiner Verantwortung, Sie zu warnen, wenn Gefahr naht. Ich bin nicht hier, um Ihnen Angst zu machen, sondern um Sie vorzubereiten und Ihnen die Kraft und Weisheit zu geben, die Sie brauchen, um sich dem zu stellen, was kommt. Diese Warnung ist ein Zeichen meiner Liebe zu dir, eine Erinnerung daran, dass ich immer an deiner Seite bin, bereit, dich zu beschützen und durch die Stürme zu führen, die aufkommen könnten. Bleib stark, behalte den Glauben, denn ich bin bei jedem Schritt des Weges bei dir. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie unterstützen und Ihre Vision teilen, und Sie werden sehen, wie Sie gemeinsam Unglaubliches erreichen können. Mit Glauben und Entschlossenheit ist alles möglich. Die Bibel, wie ein Kompass in unserem Leben, offenbart uns eine unbestreitbare Wahrheit: Gott ist jedem seiner Worte und Versprechen treu. Er ist kein Mensch, der lügen sollte, und auch kein Menschensohn, der Buße tun müsste. Wenn er ein Versprechen gibt, liebe Freunde, hält er es. Für diejenigen unter Ihnen auf der anderen Seite hat er ein besonderes Versprechen, einen Segen, der zu groß und zu außergewöhnlich erscheinen mag, um real zu sein. Aber gerade in diesen Momenten manifestiert sich die göttliche Kraft am prächtigsten. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Ihrer Schwester. Obwohl sie Ihnen blutsverwandt verbunden ist, werden Ihre Handlungen von Gefühlen geleitet, die derzeit nicht in Ihrem besten Interesse sind. Seien Sie wachsam und aufmerksam im Umgang mit ihr. Manchmal können diejenigen, die wir lieben, von negativen Emotionen beeinflusst werden, die sie vom richtigen Weg abbringen. Es tut mir weh, das zu sagen, aber deine Schwester stellt dir eine Falle. Ihr Herz ist derzeit voller Absichten, die ihnen schaden könnten. Sie plant, sie zu Fall zu bringen und ihnen Kummer und Schwierigkeiten zu bereiten. Dies ist eine schwer zu verstehende Wahrheit, aber es ist wichtig, dass sie sich dessen bewusst sind, damit sie sich schützen können. Wenn sie also daran glauben, drücken Sie jetzt Ihre Dankbarkeit in den Kommentaren aus. Gott führt uns mit seiner bedingungslosen Liebe und jedes seiner Versprechen ist eine Quelle der Hoffnung und Kraft in Zeiten des Zweifels und der Schwierigkeiten. Erinnern wir uns daran, dass sein Wort unzerbrechlich und seine Treue ewig ist. Egal wie groß unsere Herausforderungen auch sein mögen, seine Gnade wird immer ausreichen, um uns zu unterstützen und voranzubringen. Wenn wir außerdem unseren Glauben und unsere Dankbarkeit teilen, stärken wir nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern inspirieren auch andere, auf seine Macht und Liebe zu vertrauen. Der gemeinsame Glaube schafft eine Gemeinschaft von Gläubigen, die sich gegenseitig unterstützen und zeigt, dass Gottes Versprechen nicht nur in unserem individuellen Leben, sondern im Leben aller, die auf ihn vertrauen, erfüllt werden. Der Geist ihrer Schwester ist mit schädlichen Aktivitäten beschäftigt. Sie engagiert sich intensiv für Aktionen, die darauf abzielen, sie in Schwierigkeiten zu bringen. Diese Aktivitäten entspringen einer tief verwurzelten Negativität und richten sich speziell an sie. Bleiben Sie wachsam und unterschätzen Sie nicht, wie weit sie gehen wird, wenn sie scheitern. In diesem Moment ist das Herz ihrer Schwester von Hass und Eifersucht überwältigt. Diese Emotionen übermannten sie, trübten ihr Urteilsvermögen und trieben sie in ihr Handeln. Es ist wichtig, dass sie dies erkennen,
damit sie ihre Beziehung zu ihr vorsichtig gestalten können. Beten Sie für sie, dass ihr Herz weicher wird und ihr Geist von diesen negativen Gefühlen gereinigt wird. Lassen Sie deshalb Ihre Worte der Dankbarkeit aufblühen und sich verbreiten und denken Sie immer daran, dass seine Treue uns in einer unzerbrechlichen Kette von Segnungen vereint. Liebe Brüder und Schwestern, hört diesen Worten voller Hoffnung und Glauben aufmerksam zu. Unser himmlischer Vater kommt in seiner unendlichen Gnade und bedingungslosen Liebe mit Macht und Größe auf Sie zu und ist bereit, Ihr Leben mit Segnungen zu erfüllen, die jedes Verständnis übersteigen. Sie stehen kurz davor, in eine Zeit des Staunens und Staunens einzutreten, in der die Ketten, die Sie gefesselt haben, zerbrochen werden und der Weg frei ist für völlige und erholsame Freiheit. Diese negativen Emotionen und Handlungen Ihrer Schwester werden zu einem erheblichen Hindernis in Ihrem Leben. Sie sind wie eine schwere Last und erschweren die Reise. Sie müssen dies erkennen und Maßnahmen ergreifen, um Ihre Belastung zu verringern. Suchen Sie meine Führung und Kraft, um diese Herausforderung zu meistern. Ich erbaue Sie, indem ich die unerbittlichen Verfolgungen Ihrer Schwester gegen Sie aufzeige. Dieses Wissen soll Sie stärken und Ihnen in dieser Situation einen Vorteil verschaffen. Sie sind in diesem Kampf nicht allein. Ich begleite Sie auf jedem Schritt Ihres Weges und gebe Ihnen die Einsicht und Weisheit, die Sie brauchen, um diese Prüfungen zu meistern. Möglicherweise ist Ihnen das verwirrte Verhalten Ihrer Schwester schon mehrfach aufgefallen. Ihre Handlungen haben Sie wahrscheinlich verwirrt und verletzt, da Sie Ihre verstörten Gedanken und negativen Absichten Ihnen gegenüber widerspiegeln. Diese Vorfälle sind keine bloßen Zufälle, sie sind Manifestationen tieferer Probleme in Ihrem Herzen. Der Hass und die negativen Gefühle, die Ihre Schwester hegt, sind tief in Ihrem Herzen verwurzelt. Sie wuchsen mit der Zeit, kümmerten sich um Sie und beeinflussten Ihre Handlungen. Es ist wichtig, dass Sie die Tiefe dieser Gefühle verstehen, damit Sie die Situation mit der Ernsthaftigkeit angehen können, die sie verdient. Beten Sie für Ihre Heilung und suchen Sie meine Führung, während Sie diese schwierige Beziehung meistert. Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der Wohlstand nicht nur ein Wunsch ist, sondern ein fließender Fluss von Segnungen, der nicht nur materiellen Überfluss, sondern auch Gesundheit, Leidenschaft und eine innere Stärke mit sich bringt, die Sie auf eine neue Ebene der Erfüllung und Erfüllung heben wird. In diesem göttlichen Moment wird Ihr Glaube gestärkt, indem Sie mit Überzeugung sagen, Gott versagt nie, denn in ihm werden alle seine Versprechen erfüllt. Diese Bestätigung ist nicht nur ein Akt des Glaubens, sondern auch eine Vertrauenserklärung in die souveräne Macht Gottes, Ihr Leben zu verändern und die Erfüllung seiner göttlichen Pläne herbeizuführen. Bleiben Sie fest in dieser Hoffnung, denn der, der es versprochen hat, wird nicht zögern, seine wunderbaren Absichten für Sie zu erfüllen. Schauen Sie voller Vorfreude und Dankbarkeit in die Zukunft und wissen Sie, dass das Beste noch vor Ihnen liegt. Nehmen Sie mit Freude und Demut die Manifestationen der göttlichen Liebe an, die in Ihr Leben überfließen und Sie zu spirituellem Wachstum und einer transformierenden Wirkung auf Ihre Umgebung führen werden. Wenn diese Nachricht Ihr Herz berührt hat, liken, abonnieren und teilen Sie sie bitte. Sagen Sie Amen und unterstützen Sie uns mit dem Danke-Button unten. Ihre Unterstützung treibt unsere Mission voran. Mein geliebter Sohn, es macht mich traurig, dir sagen zu müssen, dass deine Schwester aktiv gegen dich plant. Sie versucht bei jeder Gelegenheit, dich zu Fall zu bringen und dir Schaden zuzufügen. Ihre Handlungen werden von dem tiefen Wunsch getrieben, sie kämpfen und leiden zu sehen. Das ist eine harte Realität, aber Sie müssen sich Ihrer Absichten bewusst sein, damit Sie sich schützen können. Was Ihnen genommen wurde, was Ihnen Schmerz und Ungerechtigkeit bereitete, wird Ihnen mit einer Intensität zurückgegeben, die Sie nie hätten vorhersehen können.
spüren sie in den Tiefen ihres Wesens den Regen des Segens, der jeden Aspekt ihres Lebens berühren wird, vom Materiellen bis zum Spirituellen. Öffne deine Herzen, nimm mit Dankbarkeit und Begeisterung jedes Geschenk an, das das Universum für dich bereithält. Machen Sie sich bereit für eine Transformation, die Ihr Leben erheblich verändern wird. Jede Herausforderung, der Sie sich gegenüber sahen, stärkte Sie und bereitete Sie auf diese Zeit des Überflusses und der Erneuerung vor. Behalten Sie den Glauben und die Hoffnung, denn was kommt, wird alle Ihre Erwartungen übertreffen. Jede Erfahrung, egal wie schwierig sie war, war eine Lektion, die sie zu dem Menschen machte, der sie heute ist. Jetzt ist es an der Zeit, die Früchte ihrer Ausdauer und ihres Engagements zu ernten. Nehmen Sie mit Freude und Zuversicht alles Gute an, das Ihnen bevorsteht, in dem Wissen, dass Sie jeder Segnung würdig sind. Ich weiß, dass du Momente des Schmerzes, der Fragen und der Tränen durchgemacht hast. Ich möchte jedoch, dass sie den Wind der Veränderung spüren, der ihnen jetzt entgegenweht. Ich bin hier, um ihnen den Schlüssel zu einem Jahr voller Siege, Freuden und unzähliger Erfolge zu geben. Ihre Pläne sind nicht unbedeutend, sie sind grausam und darauf ausgelegt, ihnen starke Schmerzen und Qualen zuzufügen. Sie wird von starken Neid- und Grollgefühlen getrieben, die ihr Urteilsvermögen trüben und sie zu Handlungen veranlassen, die sie zutiefst verletzen können. Sie müssen bei allen Interaktionen mit ihr wachsam und vorsichtig bleiben. Die Tiefe ihrer Wut und Eifersucht ist beträchtlich. Sie ist von diesen Gefühlen so verzehrt, dass sie möglicherweise drastische Maßnahmen ergreift, um sie zu verletzen. Es ist wichtig, dass Sie sich dieser potenziellen Bedrohung stets bewusst sind und Maßnahmen ergreifen, um sich vor Ihren schädlichen Absichten zu schützen. Stellen Sie sich eine starke Gesundheit vor, einen Frieden, der jedes Verständnis übersteigt, und einen Wohlstand, der alle Barrieren niederreißt. Sie stehen kurz davor, in eine Phase der Transformation einzutreten, in der jedes Hindernis zu einem Sprungbrett auf dem Weg zum Sieg wird und in der Fülle wie ein mächtiger Fluss fließen wird und jeden Winkel ihrer Seele mit Klarheit und Gelassenheit erfüllt. Es ist eine Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich den neuen Möglichkeiten zu öffnen, die vor uns liegen. Auf diesem neuen Weg finden Sie die Kraft, jede Herausforderung zu meistern, die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Selbstvertrauen, ihre tiefsten Träume zu verwirklichen. Du bist in diesem Kampf nicht allein. Mit dieser Warnung biete ich Ihnen auch meinen Schutz an. Sie müssen wachsam und proaktiv bleiben und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich vor ihren Handlungen zu schützen. Mein göttlicher Schild wird um dich herum sein, aber du musst auch aufmerksam und vorsichtig sein. Wisse, dass ich bei dir bin und dich vor Schaden beschütze, auch wenn die Handlungen deiner Schwester Aufruhr in dein Leben bringen. Ich werde da sein, um dich zu unterstützen und zu beschützen. Vertraue auf meine Präsenz und Stärke. Mit der Zeit wird sie ihr Verhalten bereuen, sein Herz wird irgendwann von Reue über das Leid erfüllt sein, das er dir zugefügt hat. Sie wird die Ernsthaftigkeit ihrer Taten erkennen und sie um Vergebung bitten. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie inspirieren und unterstützen, und haben Sie keine Angst vor Veränderungen, denn sie sind der Motor für persönliches Wachstum und Weiterentwicklung. Denken Sie immer daran, dass jeder Tag eine neue Gelegenheit ist, neu anzufangen und das Leben aufzubauen, das Sie wollen und verdienen. Behalten Sie den Glauben an sich selbst und den Prozess und Sie werden sehen, wie Sie mit jedem Schritt einem Leben voller Glück, Liebe und Erfüllung näher kommen. Diese schwierige Zeit wird nicht ewig dauern. Es wird die Zeit kommen, in der die negativen Handlungen und Gedanken Ihrer Schwester vorübergehen. Sie wird Ihren Irrtum verstehen und den Schaden, den sie Ihnen zugefügt hat, zutiefst bereuen. Bis dahin musst du stark und wachsam bleiben, mein lieber Sohn.
Die Dunkelheit im Herzen deiner Schwester wird nicht ewig anhalten. Der Hass, den sie ihnen gegenüber hegt, wird sich irgendwann auflösen. Sie wird erkennen, dass sie derjenige sind, der sich wirklich um sie kümmert und dass ihnen immer ihr Wohl am Herzen lag. Ihre negativen Emotionen werden verschwinden und durch Verständnis und Bedauern ersetzt. Ich bin mir bewusst, dass viele von ihnen vor enormen Herausforderungen stehen, inneren Kämpfen, die scheinbar unmöglich zu überwinden sind. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eine göttliche Kraft gibt, eine befreiende Macht, die bereit ist, alle Ketten zu sprengen, die sie gefangen halten. Eine Welle des Wohlstands ist auf dem Weg, eine Welle, die so groß und überwältigend ist, dass sie nicht nur ihre aktuellen Schwierigkeiten überschwemmt, sondern ihnen auch die Kraft gibt, die sie brauchen, um jedes Hindernis zu meistern, das ihnen in den Weg kommt. Mit der Zeit wird all die Grausamkeit und das Böse, die deine Schwester dir angetan hat, aufhören. Ihr Herz wird sich verwandeln und sie wird nicht länger das Bedürfnis verspüren, gegen sie vorzugehen. Diese Veränderung wird ein Zeugnis für die Kraft der Liebe und Vergebung sein. Ich arbeite in ihrem Herzen daran, positive und gute Emotionen zu kultivieren, um die Negativität zu ersetzen, die sich eingenistet hat. Bald werden sie und ihre Schwester eine Reise voller Freude und Zuneigung teilen. Feindseligkeit wird durch ein Band der Liebe und Güte ersetzt. Diese Reise wird eine Reise der Heilung und Versöhnung sein und sie einander näher bringen als je zuvor. Der Frieden und die Freude, die sie teilen werden, werden ein schönes Zeugnis für die Kraft der Transformation und Erlösung sein. Sie werden mit einem entspannten, freudigen und ruhigen Geist gesegnet sein. Die Belastungen, die sie aufgrund der Taten ihrer Schwester getragen haben, werden von ihnen abfallen und sie werden sich an einem Ort des inneren Friedens wiederfinden. Dieser Wohlstand ist nicht nur materieller, sondern auch spiritueller und emotionaler Natur. Wenn sie ihr Herz und ihren Geist für diese positive Einstellung öffnen, werden sie bedeutende Veränderungen in allen Aspekten ihres Lebens feststellen. Beziehungen werden gestärkt, innerer Frieden wächst und Freude wird zu einer Konstante in ihrem täglichen Leben. Machen Sie sich bereit, mit Dankbarkeit all die guten Dinge anzunehmen, die auf Sie zukommen, und lassen Sie zu, dass diese Welle des Wohlstands Ihre Existenz tiefgreifend und dauerhaft verändert. Glaube, fühle und liebe diese Wahrheit tief. Denken Sie außerdem daran, dass jeder Tag neue Möglichkeiten zum Wachsen und Lernen mit sich bringt. Das Vertrauen in den göttlichen Plan stärkt unseren Weg und führt uns zu einem erfüllten und sinnvollen Leben. Durch Liebe und Mitgefühl können wir nicht nur unser Leben, sondern auch die Welt um uns herum verändern. Und wie es im Buch der Sprüche 10,22 geschrieben steht, der Segen des Herrn macht reich, und er bringt keinen Kummer mit sich, möge sich dieses Versprechen in ihrem Leben erfüllen und Fülle bringen, die über das hinausgeht, was das Auge sehen kann. Diese Ruhe wird sich auf andere Bereiche ihres Lebens ausdehnen, so dass sie jeden Tag mit einem Gefühl der Ruhe und Zuversicht angehen können. Auch ihre Umgebung wird sich verändern, wenn die Negativität verschwindet und sie von einer Atmosphäre der Positivität und des guten Willens umgeben sein werden. Diese neue Umgebung wird ihren Geist nähren und ihr Wachstum fördern. Der Optimismus, der jetzt ihr Leben durchdringt, wird sie ermutigen. Ich führe sie in eine hellere Phase ihrer Reise. Die Kämpfe und Schmerzen, die sie ertragen haben, werden einer Zeit der Freude und Erfüllung weichen. Vertrauen Sie meinem Plan, denn er führt Sie an einen Ort des Glücks und der Fülle. Sie werden die Früchte Ihrer Geduld und Ihres Glaubens sehen, wenn sich Ihr Leben zum Besseren verändert. Mein Sohn, sei getrost in dem Wissen, dass diese schwierige Zeit nur vorübergehend ist. Die Liebe und Freundlichkeit, die aus dieser Tortur hervorgehen, werden die Bindung zwischen Ihnen und Ihrer Schwester stärken.
Nehmen Sie Veränderungen mit offenem Herzen an und Sie werden erstaunt sein über die Schönheit, die sich in Ihrem Leben entfalten wird. Der höchste Gott ist bei Ihnen und treibt Sie auf diesem helleren und freudigeren Weg. Wenn Sie glauben, erklären Sie mit mir, ich empfange, ich glaube und ich nehme Besitz im Namen Jesu, liebe Freunde, denn vor der Entstehung des Universums hat Gott jeden von euch bereits betrachtet. Er sah jedes Gesicht, jedes Herz, jede Seele. Er betrachtete sie als kostbare Juwelen, geformt mit reinster und zartester Liebe. Jeder von ihnen wurde von ihm gezeugt, vorgestellt und gewünscht. Gott sieht sie nicht nur als Geschöpfe, sondern als seine geliebten Kinder. Er hat Träume für sie, die über das Sichtbare hinausgehen, Wünsche, die über die Gegenwart hinausgehen. Er möchte, dass jeder an seiner Seite geht und die Ewigkeit seiner Herrlichkeit und der Gnade genießt, die er zu bieten hat. In seiner unendlichen Weisheit hat Gott sie mit einzigartigen Talenten und einer inneren Schönheit ausgestattet, die sein eigenes Bild widerspiegelt. Er hat in jeden von euch göttliche Absichten eingewoben, Hoffnungen, die in jeder Jahreszeit eures Lebens aufglühen. Seine unerschütterliche Liebe trägt jeden ihrer Schritte und führt sie zu einem Schicksal voller Frieden und Erfüllung. Denken Sie immer daran, liebe Brüder, dass jeder von Ihnen in seinem perfekten und ewigen Plan einen unschätzbaren Platz einnimmt. Vereint im Glauben und in der Hoffnung gehen Sie voller Zuversicht voran und wissen, dass Gottes Liebe Sie in jeder Morgen- und Abenddämmerung umgibt. Wenn dieses Versprechen Ihr Herz mit Segen erfüllt, lassen Sie es wissen. Er sehnt sich danach, die himmlischen Schätze zu offenbaren und Segen über Sie auszuschütten. Er möchte sein göttliches Wesen mit Ihnen teilen und jeden mit einer Gnade einbeziehen, die verwandelt, heilt und erneuert. Seine Liebe zu dir ist so tief, dass menschliche Worte sie kaum ausdrücken können. Bestätigen Sie daher im Glauben, ich akzeptiere, wenn Sie glauben, sagt Gott, ich werde jede Träne in ein strahlendes Lächeln verwandeln, jeden Schmerz in einen Jubel. Wenn Ihnen diese Nachricht aus dem Herzen geht, liken Sie sie, abonnieren Sie sie und teilen Sie sie. Hinterlassen Sie ein Amen und zeigen Sie Ihre Unterstützung mit dem Danke-Button unten. Ihr Beitrag bedeutet uns die Welt. Mein geliebter Sohn, du betrittst eine Phase unglaublichen Wachstums und Erfolgs. Sie werden von unzähligen Möglichkeiten und viel Glück umgeben sein. Menschen, denen Sie wirklich am Herzen liegen und die Sie unterstützen möchten, werden in Ihr Leben treten. Sie werden da sein, um sie aufzurichten und ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Diese Beziehungen werden eine Quelle der Stärke und Ermutigung sein und sie bei jeder Herausforderung begleiten, vor der sie stehen. Bald werden sie sich auf eine Reise der Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung begeben. Diese Zeit wird von tiefer Selbstbeobachtung und dem Verstehen ihres wahren Selbst geprägt sein. Sie werden neue Stärken und Fähigkeiten in sich entdecken, die es ihnen ermöglichen, neue Höhen zu erreichen. Ihre Motivation wird steigen und sie dazu anspornen, größere Erfolge als je zuvor zu erzielen. Ich werde ihren Lebensstil und Charakter verbessern. Sie werden bereichert und zu einer fürsorglichen, großzügigen, liebevollen, mutigen, mitfühlenden und charmanten Person geformt. Diese Eigenschaften werden hell erstrahlen und Positivität und Wohlwollen in ihr Leben ziehen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt einen Funken Hoffnung in Ihrer Brust aufleuchten spüren, erklären Sie im Glauben, ich glaube, denn diese Woche wird sich der Himmel als Antwort auf Ihre Gebete öffnen. Türen, die verschlossen schienen, werden sich öffnen und Heilung, unvorstellbare Möglichkeiten und Segen bringen. Dieser Wunsch, den Sie wie einen Schatz hegen, sei es eine berufliche Leistung, ein ersehntes Gut oder eine Begegnung von Seelen, Jesus setzt bereits Himmel und Erde in Bewegung, um ihn wahr werden zu lassen in deinem Leben, sagt er, und vertraue auf den göttlichen Prozess,
denn mein Timing ist perfekt abgestimmt. August und September werden Monate des Wohlstands, der Heilung und einer Liebe sein, die umarmt und verwandelt. Es gibt einen sorgfältig vorbereiteten Segen, der darauf wartet, direkt in ihre Hände gegeben zu werden, ein Segen, der mit dem Siegel der göttlichen Liebe Jesu gekennzeichnet ist. Ihr Charakter wird andere inspirieren und einen Dominoeffekt der Freundlichkeit und Liebe in ihrer Gemeinschaft erzeugen. Ich schenke ihnen eine rätselhafte Ausstrahlung, eine magnetische Präsenz, die Menschen zu ihnen anziehen wird. Dieses Charisma wird ihnen Türen öffnen und Möglichkeiten schaffen, die sie nie für möglich gehalten hätten. Es wird ihnen helfen, sinnvolle Verbindungen aufzubauen und andere positiv zu beeinflussen. Nehmen Sie dieses Geschenk an und verbreiten Sie damit Licht und Liebe, wohin Sie auch gehen. Ich werde dir auch bestimmte Segnungen gewähren, die dich in Ehrfurcht versetzen werden. Diese Segnungen werden viele Formen annehmen, ob materiell oder spirituell, und ihr Leben auf tiefgreifende Weise bereichern. Wenn Sie jetzt auch nur eine schwache Spur seiner Gegenwart spüren können, erklären Sie mit ganzer Seele, ich empfange es, und denken Sie daran, dass die Liebe Jesu für Sie ewig ist, egal wie groß Ihr Fall oder wie tief Ihre Fehler sind und unerschütterlich. Fülle ist nicht nur ein Wunsch, sondern ein festes Versprechen. Er, der Wasser in Wein verwandelt und Brot vermehrt hat, möchte, dass Wohlstand eine Konstante in Ihrem Leben ist. Betrachten Sie Ihre Umgebung, sagt er, und staunen Sie über die Wunder, die ich für diejenigen vorbereitet habe, die mir vertrauen. Materieller Wohlstand, das, was Sie berühren und sehen können, ist zum Greifen nah. Er kann sich in einem neuen Zuhause manifestieren, ein Auto oder andere Güter, die Ihnen und Ihren Leben Sicherheit und Komfort bringen. Jesus hat bereits die Kräfte des Universums in Gang gesetzt, damit diese Segnungen Sie erreichen können, die über das hinausgehen, was für die Augen sichtbar ist, greifbar für die Hände. Sie werden auf eine Reise voller Entdeckungen und Exzellenz geschickt, bei der Sie neue Horizonte entdecken und bemerkenswerte Erfolge erzielen. Dieses Ereignis wird wahres Glück und Zufriedenheit bringen. Die Freude, die Sie erleben werden, wird tief und anhaltend sein und Ihr Herz mit Zufriedenheit erfüllen. Sie werden dankbar auf diese Zeit zurückblicken und sie als einen Wendepunkt in Ihrem Leben erkennen. Danke. Der höchste Allmächtige wird bald alle Ihre Wünsche und Träume erfüllen. Vertrauen Sie diesem Versprechen und bleiben Sie fest in Ihrem Glauben. Vergessen Sie nicht, dass Sie auf Ihrer Reise nie allein sind. Ihre Lieben, Freunde und die Gemeinschaft sind da, um Ihnen Unterstützung und Trost zu bieten. Teilen Sie Ihre Lasten, erlauben Sie anderen, Ihnen zu helfen, und seien Sie im Gegenzug bereit, Ihre Unterstützung jedem anzubieten, der sie braucht. Gemeinsam, mit Glauben und Solidarität werden Sie alle Widrigkeiten überwinden und gestärkt und vereinter daraus hervorgehen. Wenn Sie diesen Weg fortsetzen, denken Sie daran, dass ich immer bei Ihnen bin, Sie führe und beschütze. Ihr Wachstum und Ihr Erfolg sind ein Beweis für Ihre Ausdauer und Ihren Glauben. Nehmen Sie jeden Tag mit Dankbarkeit und Zuversicht an und wissen Sie, dass Sie sich auf dem Weg zu Großem befinden. Sie sind zu unglaublichen Dingen bestimmt und ich bin hier, um Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg zu unterstützen. Mein geliebtes Kind, du wirst grenzenlose Freude und Zufriedenheit erleben. Eine große Welle des Überflusses naht, voller Segen und Wohlstand. Diese Welle bringt alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen und beruflich voranzukommen. Möge jeder Schritt, den Sie unternehmen, gesegnet sein, mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und möge meine Aura des Wohlstands Sie unaufhörlich umgeben. Möge mein göttliches Licht Sie leiten und Ihnen in jedem Moment Kraft geben, so dass Frieden und Liebe in Ihrem Herzen und Zuhause erblühen können. Ich bete, dass Sie die Weisheit erhalten, die Sie brauchen,
um Herausforderungen mutig und dankbar zu begegnen, und dass meine Gegenwart immer bei ihnen ist und ihnen Trost und Hoffnung bringt. Vereint in meiner Liebe gehst du zuversichtlich einer Zukunft voller Segen entgegen. Nehmen Sie diese Fülle mit offenem Herzen an, denn sie ist ein Geschenk des Göttlichen. Sie erhalten Schwingungen, die Ihnen helfen, auch in den schwierigsten Momenten ruhig und gelassen zu bleiben. Diese friedlichen Energien stärken Ihren Geist und ermöglichen es Ihnen, jede Herausforderung mit Anmut und Selbstvertrauen zu meistern. Ihre Seele wird zu einer Rüstung der Güte, eingehüllt in Positivität und Gelassenheit. Dieser innere Frieden wird Sie durch die Prüfungen und Triumphe des Lebens führen. Ich bete auch für Ihre Wiederherstellung. Meine Essenz ist die Quelle aller Heilung und ich bete, dass meine Wiederherstellung alle berührt, die in Not sind, sei es körperlich, geistig oder spirituell. Möge meine Essenz Ihren Schmerz lindern, Ihren Geist beleben und den Leidenden Erleichterung und Erneuerung bringen. Sie, die mit Krankheit, Schmerz und Leid zu kämpfen haben oder sehen, wie ihre Lieben diese Schwierigkeiten durchmachen, wissen, dass ich, ihr Vater und Schöpfer, jedes Detail, jede vergossene Träne und jedes stille Flehen kenne. Ich sehe die sichtbaren Wunden und verborgenen Narben, die du trägst. Ich bitte, dass meine göttliche Heilung wie ein reinigender Fluss über sie fließt, alle Krankheiten beseitigt, ihre Kraft erneuert und ihnen die Lebensfreude zurückgibt. Möge mein Licht jede Zelle, jeden Gedanken und jedes Gefühl durchdringen und ihrem Wesen Gleichgewicht, Gesundheit und Frieden bringen. Bald werde ich sie mit einem strahlenden Hauch von Glück, Seelenfrieden, Freude, Weisheit, guter Gesundheit und einer klareren Vision ihrer Zukunft beehren. Diese Segnungen werden ihr Leben bereichern und es mit Licht und Freude erfüllen. Ihr Weg wird klarer und sie werden mit neuer Zielstrebigkeit und Entschlossenheit voranschreiten. Machen Sie sich bereit, diese göttlichen Segnungen zu empfangen. Öffnen Sie Ihr Herz und Ihren Geist für die Wunder, die sich in Ihrem Leben entfalten werden. Sie werden von Positivität und Freundlichkeit überflutet und werden jeden Aspekt Ihrer Existenz verändern. Dies ist eine Zeit großer Transformation und Erhebung. Wisse, dass ich, dein Herr und Erlöser, immer bei dir bin, dich führe und beschütze. Meine Liebe zu dir ist grenzenlos und ich setze mich dafür ein, dass du gedeihst, egal welchen Herausforderungen du gegenüberstehst. Denken Sie daran, dass Sie nie allein sind. Ich stehe Ihnen zur Seite und unterstütze Sie bei jedem Schritt. Darüber hinaus werden Sie in diesen Tagen der Erneuerung und Hoffnung die Kraft finden, sich allen Widrigkeiten zu stellen, die Ihnen in den Weg kommen. Das Licht wird mit jedem Ihrer Schritte heller leuchten und Sie zu neuen Horizonten voller Möglichkeiten und Erfolge führen. Vertrauen Sie darauf, dass jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, Sie auf eine noch größere Zukunft vorbereitet. Wenn diese Botschaft bei Ihnen Anklang gefunden hat, denken Sie darüber nach, wie viele andere Herzen Sie berühren und verwandeln kann. Ich lade Sie ein, Teil dieser Kette der Großzügigkeit zu sein. Nachdem Sie diese Worte gelesen haben, teilen Sie diese Botschaft und verbreiten Sie dieses Licht unter Ihren Lieben und Freunden. Geliebter Sohn, wisse, dass ich es bin, der jedes deiner Bedürfnisse erfüllt hat, auch wenn du es nicht sehen kannst. Ihre Anwesenheit hier, genau in diesem Moment, ist kein Zufall, es ist das Ergebnis jeder Wahl, jeder Entscheidung, die sie hierher gebracht hat, wo sie genau dort sind, wo sie sein sollen. Mit einer Weisheit, die alles menschliche Verständnis übersteigt, habe ich sie sorgfältig an diesen Punkt geführt, um ihre Lasten zu lindern und ihre tiefsten Wunden zu heilen. Ich bin der Architekt ihres Glaubens, der wachsame Beschützer jedes Moments ihres Lebens, vom Moment ihres ersten Atemzugs bis zum letzten, der noch bevorsteht. Heute lade ich sie ein, Ruhe in meinem Frieden zu finden und mir von nun an bei jedem Schritt zu vertrauen, den sie unternehmen.
Meine Liebe zu dir ist wie ein Leuchtturm mitten im Sturm, ein ewiges Licht, das niemals erlischt, selbst in Momenten größter Unsicherheit. Ich bin dein unerschütterlicher Fels, dein sicherer Hafen. Fürchte dich nicht, denn deine Tage liegen in meinen Händen und meine Pläne für dich sind gut, Pläne, um dir Wohlstand zu verschaffen und dir eine Zukunft voller Hoffnung zu geben. Und denken Sie daran, was ich für Sie bereithalte, ist größer, als Sie sich vorstellen können. Dies ist erst der Anfang einer Reise, die Sie zu Erfahrungen und Segnungen führen wird, von denen Sie nie geträumt haben. Bleib bei mir, vertraue mir und sieh zu, wie ich jede Herausforderung in einen Weg zum Sieg verwandle. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind am Ende dieses Videos angelangt, aber unsere Reise des Glaubens und der Liebe hat gerade erst begonnen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen, der diesen Kanal ermöglicht, meinen tiefen Dank aussprechen. Das Licht der göttlichen Wahrheit strahlt hier hell, und dank Ihnen können wir es mit der Welt teilen. Wenn Sie von den von uns übermittelten Botschaften berührt wurden, lade ich Sie ein, darüber nachzudenken, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende zu leisten, unabhängig von der Höhe. Ihr Beitrag ist für uns von entscheidender Bedeutung, um diese Botschaften der Liebe, Hoffnung und des Glaubens weiterhin zu verbreiten. Klicken Sie unter dem Video auf die Schaltfläche Mitglied werden oder Danke, um mit uns auf diese Reise voller Sinn und Wirkung zu gehen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, einen finanziellen Beitrag zu leisten, wissen Sie, dass Sie durch das bloße Teilen dieses Videos mehr Herzen erreichen können, die nach Gottes Wort dürsten. Denken Sie daran, dass jede Hilfe, jede Geste der Großzügigkeit wie ein Samen ist, der in fruchtbaren Boden gesät wird, der wächst und sich in Früchte der Liebe und des Verständnisses verwandelt. Gemeinsam bauen wir einen Ort auf, an dem Gottes Liebe erstrahlt, an dem der Glaube stärker wird und an dem die Hoffnung jeden Tag erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind, und allen, die darüber nachdenken, sich uns anzuschließen, von ganzem Herzen. Möge die göttliche Gnade uns weiterhin in unserer Mission, das Wort Gottes zu verbreiten, leiten, stärken und inspirieren. Bis zum nächsten Video. Und denken Sie daran, gemeinsam sind wir stärker im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung.